ist eine Linie und die steht auch für Kraft in meinen Augen. Die kann man nicht verrücken und die sagt oft ganz viel aus. Und zwar hörte ich von einem Minenunglück in Südafrika. Dieses Thema ließ mich gar nicht mehr los. Und da konnte ich nicht mehr wild drauf los, sondern ich habe dann wirklich kleine Arbeiten, kleine Raster mit kleinen Köpfen drin. Das war für mich auch schon irgendwo wieder so eine Enge und hat das auch deutlich gemacht. Ich hatte vorher leuchtende Farben benutzt und ab dann wurde es nur noch schwarz, grau, weiß, Mischtöne, verhaltene Töne, weil alles andere einfach zu laut gewesen wäre. Es betrifft ja auch jeden Einzelnen von uns, auch in der Gesellschaft, in der Politik. Die Menschen sind eingeengt, kommen an ihre Grenzen. Das ließ für mich dann auch keine Farbe mehr zu. Aber das Prinzip des Rasters, das ist enthalten geblieben. Ja, spannend war, dass ich ein Fenster entdeckt habe auf dem Gelände. Ein Fenster vergittert, genau mein Thema. Und dahinter war ein Fliegendraht. Und daraus schälten sich Kopfformen, das mich natürlich wieder so an meine Arbeit erinnert hat. Und dieser Fliegendraht, der wurde dann für mich, ja, es wurde einfach mein Material anschließend. Eine Leinwand zu umhüllen, die Gedanken kamen erst später, als ich entdeckte, als es geheimnisvoll wurde. Da hat mich das gereizt, das auch immer wieder weiterzuentwickeln. Erstmal ist es in der Anmutung von einer zugefrorenen Fensterscheibe. Man haucht die Fensterscheibe an, das habe ich als Kind immer so gern gemacht. Und dann entstehen Öffnungen und der Blick nach draußen wird freigegeben. Das ist auch was sehr Poetisches, finde ich. Bei dieser Arbeit habe ich zwei Schichten Gewebe genommen, Drahtgewebe. Und durch die Verschiebung des Rasters entstehen Interferenzen. Das Bild lebt praktisch von der Bewegung des Betrachters. Die Bildgründe, die ich dann selbst gemacht habe, die sind eben durch die Feuchtigkeit, durch den Trocknungsprozess, gehen die ja in alle Richtungen. Und das hat mich dann dazu bewogen, auch eine Leuchtfarbe auf den Hintergrund zu streichen. Also eine ganz tolle Reflexion, finde ich, die auch neugierig macht. Ne? Ja, bei dieser Arbeit handelt es sich um die Globalisierung. Da habe ich Städte miteinander verbunden, die aus unterschiedlichen Kontinenten sind. Ich habe die Werkgruppe Weltenbilder genannt und dieses Vernetzung ist wieder der Trocknungsprozess, das sind also richtige Wellen entstanden, Berge und Täler, was wiederum zu diesen Weltenbildern sehr gut passt. Und ich glaube, dass schon zu sehen ist, auch wenn es unterschiedliche Werkgruppen sind, dass es eine Handschrift ist. Ich würde sagen, dass nach jeder Arbeit, die man fertiggestellt hat, wieder neue Arbeiten kommen, die sich daraus entwickeln. Das ist ein ewiger Prozess, ein ewiges Arbeiten. Und je mehr man tut, je mehr Ideen bekommt man.